Langsam, ich grüße euch. Ja, weiter geht's mit dem Bau meiner Modellbahn. Heute nehme ich mir die Stadt vor. Ich habe ja gesagt, die rechte Seite wird komplett mein Stadtgebiet. Also das ist die Seite, wo die Tür ist, ist klar. Aber ich bin überlegen, was setze ich dahin? Ich habe jetzt schon mehrere Gebäude dahingestellt, die für mich in der engeren Auswahl kamen. Aber das hat mir alles irgendwie nicht zugesagt, weil mir das einfach zu viel Platz wegnimmt. Oder es sieht so gedrückt aus. Um euch das mal besser zu zeigen, wie das wirkt dann, oder beziehungsweise wie die Straße dann weitergeht. Hier ist ja der Bahnhofsbereich. Ja, ich habe da jetzt noch einen kleinen Parkplatz hingemacht, weil mir ist aufgefallen, hier im Bahnhofsbereich, im sichtbaren Bereich zumindest, ist kein Parkplatz. Gut, man könnte jetzt die Fantasie ein bisschen spielen lassen und dass man sich vorstellt, dass das da hinterm Haus wäre. Aber ich wollte doch schon einen Parkplatz im sichtbaren Bereich haben, dann habe ich mir den kleinen Parkplatz da erstmal hingebaut. Ja, und in der Ecke weiß ich wirklich noch nicht, was da hinkommen soll. Ich habe, wie gesagt, Fachwerkhäuser, die könnte ich da hinstellen. Ursprünglich hatte ich ja gedacht, ich stelle da mein Bordell hin. Ja, das habe ich mir ja geholt. Das Gebäude finde ich sehr schön. Das gibt es auch als Geistervilla oder als Hotel. Ich würde das Dach dann noch ein bisschen bemalen. Aber nur das Gebäude dahin zu setzen, das reicht mir nicht, weil ich wollte da schon einen Zaun drum machen, einen kleinen Park und irgendwie so ein paar Zehen mit einbauen. Aber das sieht in der Ecke für mich nicht aus. Zumal, ihr müsst bedenken, kommt hier auch noch ein Bahnübergang hin. Gut, der Korb wird jetzt noch weggeschnitten. Da muss ich auch gucken, wie ich das mache. Weil hier jetzt in dem ganzen Chaos hier, kommt ja die eigentliche Stadt hin. Ja, ich denke mal, ich experimentiere jetzt noch ein bisschen, krame jetzt auch mal die Fachwerkhäuser raus. Und wenn ich mich für was entschieden habe, werde ich euch das natürlich nicht vorenthalten und sofort zeigen. Dann sage ich mal, bis gleich. Ja, ich habe jetzt mal die Fachwerkhäuser dahingestellt. Ich muss sagen, das wirkt für mich am besten. Ich habe jetzt wirklich viele Häuser dahingestellt und mal geguckt, wie was aussieht. Aber letztendlich habe ich mich jetzt für diese Häuser entschieden, weil ich finde, die sind schön schmal, sehen ganz gut aus. Wäre schade, wenn die jetzt nur in der Kiste bleiben würden. Und ja, nimm auch in der Ecke nicht viel Platz weg und beleben das Ganze, finde ich. Jetzt müsst ihr euch nur vorstellen, die Straße wird jetzt weitergeführt. Einmal hier so rum, vielleicht da noch eine Abzweigung. Ich muss mal gucken, vielleicht auch nicht. Hier rum und dann ist ja hier schon der Bahnübergang, der zu diesem Stadtteil hinführt, also wo diese Häuser da hinkommen. Und dann habe ich noch genügend Platz, hier in diesem Bereich noch ein bisschen Grünstreifen zu machen. Mal sehen, ob ich vielleicht noch einen Brunnen in der Mitte mache. Ich weiß es noch nicht. Ich habe nämlich noch einen Brunnen oder der kommt jetzt halt hier in diesen Kramviertel da rein, also wo diese Gebäude da hinkommen. Also einen Brunnen baue ich auf jeden Fall mit ein. Ja, ich meine, das ist jetzt die beste Lösung. Wirklich, ich habe alles ausprobiert und das gefällt mir jetzt wirklich am besten. Ja, wie ich schon sagte, zu schade, die Häuser in die Kiste verstauben zu lassen. Da werde ich die dann alle schön beleuchten. Jetzt kommt natürlich noch ein Bürgersteig dahin. Das müsst ihr euch dann auch noch vorstellen, dass da ein Bürgersteig hinkommt. Und ja, dann die Häuser da drauf, Lampen dann später rein, die Straße, dann denke ich mal, sieht das ganz gut aus. Ja, und hier in diesem Bereich kommt dann gar nichts hin, da, also beziehungsweise nur ein Grünstreifen, da werde ich noch Bäume reinstecken und hinmachen, Büsche mal sehen und das sollte dann reichen. Ja, dann werde ich mich jetzt mal zu Gange machen an den Bürgersteig. Ja Leute, so sieht es jetzt erstmal aus. Ich bin ganz zufrieden. Ich habe jetzt erstmal Bastelpappe genommen, die zurechtgeschnitten, grau angemalt, dann die Häuser da drauf gestellt, dann habe ich noch Kopfsteinpflaster geklebt. Allerdings die Farbe von den Kopfsteinpflaster stimmt nicht überein mit dieser, aber egal, ich wollte mir nicht unbedingt was Neues holen. Ich finde, so ein Wechsel kann durchaus mal ein echt sein. Auch wenn der breiter ist, sehe ich nicht als ganz so schlimm an. Eventuell mache ich hier noch Bürgersteig hin und klebe das dann also über, so dass man das gar nicht sieht, dass der dunkle da breiter ist. Auf dieser Seite weiß ich noch nicht, was ich hinmache. Ich denke mal, vielleicht einen kleinen Platz mit einem Brunnen. Ja, aber da kann ich erst mit anfangen, wenn ich hier die Stelle hier geschottert habe. Also dann will ich schon mal bis hier hin schottern, dass ich diesen Bereich komplett abgeschlossen habe. Dann kommt ja auch noch der Bahnübergang dahin und später mache ich noch das restliche Stück, was ihr hier sehen könnt. Ja, da wo die Stelle frei ist, da kommen jetzt keine Häuser mehr hin. Da habe ich vor, so einen Parkeingang zu machen. Da will ich ein Pissoir hinstellen, einen Zaun hinmachen, so als ob das zu so einem belebten Park geht. Ich muss mal gucken. Und ja, ich denke, wenn die Seite dann hier auch bearbeitet ist und der Bürgersteig und dann Straßenlaternen drin sind und die ganze Geschichte beleuchtet ist, sieht das ganz gut aus.
Ja, also ich finde, das passt ganz gut, die Häuser. Die sehen jetzt momentan so ein bisschen hingestellt aus, aber ist ja in echt durchaus auch so. Ich habe jetzt leider nicht mehr ganz so viele Häuser davon. Ich will auch jetzt keine mehr. Ich denke mal, das reicht. Und wie gesagt, wenn hier in dem Platz da noch ein Platz ist mit so einem Brunnen, wie ich mir das vorstelle, vielleicht noch einen kleinen Zaun drumherum oder Hecke und Bürgersteig auf der anderen Seite und da geschottert ist und ein paar Bäume im Hintergrund, dann wird das schon ganz gut aussehen. Ja, Leute, das war's jetzt auch erstmal. Ich mache jetzt erstmal Feierabend, denn heute ist wieder Fußball. Champions League Time gegen Real Madrid spielen wir. Und ihr wisst ja, wenn Fußball ist, muss MOBA immer warten. Und ich melde mich wieder, sobald es hier wieder einen Fortschritt gibt. Dann sage ich mal, bis später. Ja, Leute, wir haben mittlerweile 2 Uhr nachts. Eigentlich wollte ich gar nicht so lange unten im Keller bleiben, geschweige denn überhaupt noch mal runtergehen. Aber wenn meine Mannschaft so schlecht Fußball spielt, habe ich mir gedacht, komm, geh ein bisschen runter in den Keller, lenk dich ab an einem MOBA. Ja, und das habe ich gemacht. Ich war auch fleißig und habe auch einiges geschafft und das will ich euch nicht vorenthalten. Hier ist das Ergebnis. So wie es aussieht, bin ich sehr zufrieden. Ursprünglich hatte ich ja vor, die Toilette da drüben hinzustellen, aber ich denke mal, die wirkt da besser. Jo, da ist der Brunnen, da kann ich sogar die LED-Farben wechseln, beziehungsweise dass das so in verschiedenen Farben leuchtet. Wüsste aber jetzt nicht im Moment, wie es geht. Wo ich es angeschlossen habe, ging es. Jetzt leuchtet nur lila, aber das ist mir egal, das gefällt mir ganz gut. Ja, da hinten soll das so ein Park darstellen. Kommen natürlich noch Figuren auf die Bürgersteige drauf. Und mal sehen, was mir dann noch alles einfällt. Dann kommen auch noch Laternen hin. Ich denke mal, da kommt eine hin, da noch eine hin und in der Ecke kommt noch eine hin. Vielleicht noch eine im Park. Ich muss mal sehen. Oder am Parkeingang. Eine kommt noch dahin. Ja, dann habe ich vor, hier, wo der Brunnen ist, noch 2 Laternen zu machen. Eine an der Straße, eine da noch. Und eine hier und hier, also gut, das ist jetzt alles völlig unübersichtlich. Ich denke mal, so 10 Laternen werde ich da noch hinpacken. Und wenn die Häuser dann beleuchtet sind, sieht das ganz gut aus. Mir fehlt natürlich noch für den Park Ausschmückungsmaterial. Ich habe keine Bänke mehr. Ich muss mal gucken. Ich meine, ich hatte noch welche. Ansonsten muss ich mir noch welche holen. Da setze ich dann vielleicht so ein Liebespärchen hin oder was und muss das noch ein bisschen mit Blumen fertig machen, dass da Blumen hinkommen. Ich habe ja noch so ein bisschen Blumenstreu. Vielleicht habe ich auch ein paar Blumen, die ich zusammenstecken kann. Und ja, das liegt an. Und dann einfach mal gucken, vielleicht noch eine Litfaßsäule. Irgendwie fällt mir da noch was ein. Dann geht es ja auch hier schon weiter mit dem Bahnübergang. Den muss ich ja auch noch fertig machen. In der Ecke kommt auch noch dann Grünes hin mit Wiese und Bäume. Dann kommt noch hier die kahle Wand, da kommt noch ein Poster hin. Ja, da muss ich auch erstmal warten bis Ende des Monats, bis ich wieder flüssig bin. Und ja, dann kaufe ich mir das alles und dann ist die Ecke dann auch, denke ich mal, fertig. Bis auf ein paar Kleinigkeiten. Abänderungen kann es immer noch geben. Zum Beispiel die Häuserbeleuchtung habe ich da. Wenn ich da jetzt die Häuser beleuchte, dass ich vielleicht ein Haus tausche, ein bisschen umändere. Aber ich glaube, prinzipiell ist das völlig in Ordnung. Ja, die Bäume habe ich da auch reingesteckt. Ich muss ein bisschen Grünzeug haben. Ich möchte nicht nur alles jetzt mit Häusern da voll gekleckert haben. Ich hätte da noch durchaus ein, zwei Häuser hinstellen können. Aber irgendwie fehlt mir so ein bisschen Grün auf der Anlage. Das ist mir sowieso generell zu wenig. Und da habe ich mir gedacht, ja komm, machst du halt eine grüne Stadt und das sieht schon ganz gut aus. Ja, das war's jetzt auch erstmal. Jetzt mache ich erstmal Feierabend, gehe hoch, gucke noch was im Fernsehen, gehe dann schlafen und dann melde ich mich wieder, wenn die ganze Geschichte hier beleuchtet ist. Bis dann. Ja, Leute, weiter geht es. Es sind zwischenzeitlich 3 Tage vergangen. Ich hatte auch keine Zeit, was an der Bahn zu machen, brauchte auch mal eine Pause und es fehlte mir auch noch Material, was ich mir heute erst besorgen konnte. Ich werde euch auch mal kurz zeigen, was ich mir auch geholt habe. Ja, da will ich euch mal zeigen, was ich mir geholt habe. Zum einen dieses Kabel hier in einem wunderschönen Braun. Ja, ich weiß, das Kabel ist nicht sonderlich spannend, aber ich wollte es euch trotzdem zeigen, was ich mir geholt habe. Hier noch so eine Leiste. Ja, dann habe ich mir noch 2 Lampenbausätze geholt von der Firma Fissmann. Die brauche ich ja noch für den Bahnsteig. Einen habe ich noch oder eine Lampe habe ich noch da. Das sollte jetzt aber auch reichen, was die Bahnsteigbeleuchtung dann angeht, weil ich habe mir auch noch eine Balusuhr geholt vom Braba und das ist diese hier. Ich finde die sehr schön. Die kriegst du auch vom Fissmann etwas größer, aber ganz ehrlich, ich finde diese optisch her schöner. Also hat nicht nur den Grund, dass das jetzt hier oder dass die Uhr hier günstiger war. Nein, mir gefällt die auch einfach besser. Die ist auch beleuchtet. Ja, dann habe ich mir noch diesen Eisverkäufer geholt.
Ich glaube, der macht sich ganz gut, wenn ich den am Parkeingang stelle. Parkeingang zeige ich euch mal kurz. Das wäre da irgendwo oder im Park drin. Ich muss mal sehen. Ja, und dann habe ich mir noch für diese Stadthälfte hier noch diese Telefonzelle geholt. Ich finde die auch sehr schön. Die ist beleuchtet. Ja, steht ja auch da. Und ja, und das baue ich erstmal ein. Ich habe mir sogar noch Lampen geholt, beziehungsweise bestellt. Die kommen aber erst morgen bei Amazon. Das sind Straßenlaternen für den Stadtbereich da. Ja, dann bin ich erstmal wieder ausgebucht mit Bauen, hab zu tun und dann erstmal gucken, was dann sonst noch alles anliegt, was ich gebrauchen kann. Ja, kommt noch jede Menge auf mich zu. Also eure Frage ist jetzt hiermit beantwortet, ob noch Bahnsteigbeleuchtung kommt. Ihr seht es ja, ich habe mir welche geholt. Die kommt auf jeden Fall. Ich hatte es auch in dem Video gesagt, aber vielleicht habt ihr das überhört. Einige fragten mich auch, ob Signale kommen. Leute, das kommt alles. Das hatte ich ja schon öfters angekündigt. Nur ich mache alles nach und nach. Ja, also ich kaufe mir erstmal das, was ich für wichtig halte. Und weil ich mit den Signalen noch am Überlegen bin, ob ich da Beleuchtete nehme oder Signalattrappen. Aber eins schon im Vorfeld, nicht, dass wir uns da falsch verstehen: Die Signale sollen nicht oder sollen keine Funktion haben. Die sollen einfach nur aus dekorativen Zwecken auf der Anlage stehen. Und da bin ich noch am Überlegen, ob das Beleuchtete werden oder Signalattrappen werden oder vielleicht ein Mischmasch. Ich gucke mal. Gut, genug gequatscht, dann zeige ich euch jetzt erstmal in dem nächsten Abschnitt, wie ich die Telefonzelle eingebaut habe. So Leute, da bin ich wieder. Das ist der Teil, wo ich angekündigt habe, dass ich den nochmal neu aufnehmen muss, weil ich leider das Video vorher bearbeitet habe und einen Teil aus Versehen davon gelöscht habe. Ist aber nicht schlimm. Ich hole das jetzt nach. Ja Leute, ihr werdet sicherlich merken, dass das Video schon ein bisschen älter ist, weil Dortmund gegen Real Madrid, das ist schon eine ganze Weile her. Ich werde euch jetzt aber den Fortschritt zeigen, den ich gemacht habe und euch kurz erklären, was demnächst noch anliegt. Ja, und dann fangen wir mal an, will ich mal gar nicht viel weiter quatschen. Ja, da seht ihr die Telefonzelle. Ihr seht auch im Hintergrund schon eine Lampe, aber da zeige ich gleich mehr zu. Das ist ja die Telefonzelle, die ich euch näher zeigen wollte. Ich finde die gut, allerdings ist die nicht so stark beleuchtet, wie ich es gedacht habe, aber egal, wirkt ganz gut. Übrigens, der Polizeiwagen hier vorne, den habe ich von den Dustern 97 geschenkt bekommen. Dustern, dir auch nochmal vielen Dank für den Wagen. Ja, jetzt zeige ich euch mal das Gesamtergebnis, wie die Stadt aussieht, beleuchtet bzw. mit Laternen. Ist aber auch noch nicht ganz fertig, da kommt demnächst noch mehr hinzu. Mir fehlt noch Material, das muss ich mir erst die Woche noch kaufen. Allerdings haben wir jetzt zwei Feiertage vor uns, da ist es schwierig, ich habe auch vorher nicht die Zeit und morgen bekomme ich Besuch. Ich denke mal, das schaffe ich erst zum Freitag oder Samstag hin. Okay, dann zeige ich euch jetzt mal das Gesamtergebnis. Ja Leute, das ist jetzt die Gesamtübersicht. Ihr seht, ich habe die Laternen schon hingestellt und beleuchtet. Es fehlen allerdings noch zwei Laternen. Diese Laterne hier zum Beispiel, die im Park steht, die werde ich austauschen gegen eine doppelte. Und zwar gegen so eine. Da habe ich mir noch welche dazugeholt. Da stelle ich dann eine doppelte rein. Und diese werde ich dann darüber stellen, wo die Glascontainer stehen und eine noch gegenüber. Dann denke ich mal, sollte das reichen, was die Stadt angeht. Ja, die Glascontainer, die waren beide ursprünglich blau. Also blau ist die Originalfarbe, aber ich habe mir gedacht, zwei blaue dahin zu stellen, das gibt es ja in echt. Ja, gibt es auch, aber ich bin ja auch nicht so versessen, was echt und Realismus ist. Aber ich habe mir gedacht, um Kontrast zu bekommen, malst du den einen grün an. Das habe ich mit grüner Acrylfarbe gemacht. Und ich denke mal, das passt ganz gut. Ja, dann liegt doch der Bahnübergang an. Dafür muss ich aber erstmal hier diese Seite hier aufräumen, den Kork noch ein bisschen wegschneiden. Mal gucken, wie ich den mache. Dann wird geschottert und dann ist die Ecke soweit auch fertig. Ausgeschmückt wird noch, wie gesagt, im Park ein Liebespärchen, Eisverkäufer dahin, noch Handwerker. Irgendwie fällt mir da was ein, noch das ein oder andere Auto. Dann wirkt das ganz gut. Ja, den Hintergrund werde ich mir noch besorgen, beziehungsweise den habe ich schon bestellt. Der ist auch schon in meinem Modellbahnfachgeschäft angekommen. Ich wurde schon benachrichtigt. Das werde ich allerdings wohl erst zum Ende der Woche hinschaffen, weil vorher habe ich keine Zeit. Es sind ja auch noch zwei Feiertage dazwischen. Und dann werde ich euch sicherlich dann auch auf dem Laufenden halten, wie ich da die Ecke gestalte und geschottert habe. Aber so langsam, aber sicher nimmt das hier Form an. Ja, ich will euch das Ganze auch noch mal im Dunkeln zeigen. Das mache ich jetzt auch. Momentchen. Ich mache noch mal eben ein paar Aufnahmen von der Nähe aus. Ich komme da halt so schlecht dran, aber ich glaube, das wirkt schon ganz gut, das Ganze hier. Da habt ihr mal so eine kleine Übersicht, wie das aussieht vom Nahen. Das ist jetzt so eine doofe Ecke und ich habe jetzt auch die ganze Platte da voll stehen. Da komme ich jetzt auch gar nicht so gut dran.
aber ich denke mal, ihr könnt da schon einen kleinen Eindruck von bekommen. Ja Leute, das ist jetzt erstmal so eine kleine Übersicht, wie es im Dunkeln aussehen könnte, weil wenn ich ganz Licht ausmache, ist das Bild sehr unscharf. Aber ich glaube, ihr könnt trotzdem schon mal so einen kleinen Eindruck davon bekommen. Ich mache auch gleich mal kurz das Licht aus. Aber allerdings, es stellt sich sofort unscharf. Das Licht war mein Handy, das war früher nicht so. Ich glaube, es geht jetzt langsam in den Binsen. Aber ich sagte ja schon, dass ich mir demnächst ein neues Handy hole, beziehungsweise schon bestellt habe. Ich hoffe, ich habe es am 3. Ja, ihr seht, ich finde es gut. Ich mache jetzt mal ganz kurz Licht aus. Aber bevor ich Licht ausmache, muss ich euch was zeigen. Und zwar, ich hatte mal eine Idee. Da komme ich aber später mal zu. Habe oben was an der Decke befestigt. Und dann ist mir was runtergefallen, direkt auf dem Stellwerk. Und mir ist leider dadurch eine Lampe kaputt gegangen. Das heißt, es ist nur noch die eine Seite beleuchtet und nicht mehr diese Seite hier. Da muss ich dann eine neue Beleuchtung einbauen. Und natürlich, weil keine Lichtmaske drin ist, das noch innen drin farbig anstreichen. Ja, gut, ich mache jetzt mal Licht aus, dann könnt ihr euch mal das anschauen, wie es kurz im Dunkeln aussieht, weil es wird sehr schwer, es wird sich gleich sehr schnell unscharf stellen. Achtung, ich mache jetzt aus. Seht ihr, es stellt sich sofort unscharf. Ich versuche mal ein bisschen näher ranzugehen, vielleicht kann ich da was irgendwie einfangen, was die Lichtverhältnisse angeht. Ja, so geht es teilweise, also ihr seht, es ist auf der einen Seite, wo die 5-6 Häuser stehen, nur ein Haus beleuchtet. Diese Häuser hier sind alle komplett beleuchtet. Ich finde, das sieht schon ganz gut aus. Ich bin zufrieden mit der Geschichte. Ja, der Brunnen ist beleuchtet. Da kann ich sogar das LED-Licht flackern lassen. Da muss ich auch mal gucken, wie das geht. Nochmal. Aber gesamt gesehen gefällt mir das Ergebnis schon ganz gut. Oh, es bleibt jetzt sogar ein bisschen konstant. Aber seht, da guck mal, Klaub, komm, zack, 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 komm, stell dich scharf. Ja, das ist halt ein bisschen schwierig. Ich mach mal wieder Licht an. Das klappt halt jetzt mit dem Handy nicht so. Moment. Ja, Leute, ich mache lieber im Hellen die Aufnahmen. Es hat keinen Sinn im Dunkeln. Man kommt an seine Grenzen mit meinem Handy hier. Ich denke mal, das liegt zum einen an der technischen Qualität des Handys und vor allen Dingen, es ist auch schon ziemlich verschlissen. Es funktioniert nicht mehr so, wie es ganz soll. Ja, da merkt man doch schon, ob du eine gute Videokamera oder Fotokamera hast, wenn du im Dunkeln aufnimmst. Aber gut, meistens filme ich ja bei diesen Lichtverhältnissen, da ist das in Ordnung. Ja, das war's jetzt auch schon. Wie gesagt, Hintergrund wird die Woche geholt, Freitag oder Samstag. Dann wird auch noch die restliche Beleuchtung gemacht. Ich weiß nicht, ob ich darüber extra ein Video mache. Mal gucken. Und dann wird geschottert. Ich denke mal, das nächste Bauvideo kommt erst, wenn ich hier geschottert habe und die Beleuchtung hier komplett fertig habe. Aber zwischendurch kommt noch ein anderes Video, was ich schon fertig produziert habe. Und ja, dann denke ich mal noch ein, zwei Fahrvideos und dann erst wieder das neue Bauvideo. Das ist bis jetzt der Stand, die Dinge kann sich natürlich ändern, aber ihr seid ja dabei hoffentlich, egal was so eine Art Video es ist. Dann sage ich mal, wünsche ich euch noch allen eine schöne Woche, bis bald, schaltet bald wieder ein, euer Dortmunder Junge.